Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Reinschau. Und heute schauen wir uns For the People an. Und das ist ein ganz seltsames Spiel. Es erinnert mich so ein bisschen an Beholder 2, ehrlich gesagt. Es geht darum, dass man irgendwie Vorsitzender eines Industriezentrums wird. Das heißt, man ist quasi irgendwie Vorsitzender in irgendeinem kommunistischen Regime. Hier ist eine Karte dazu. Wir sollen hier in Iron 1, glaube ich, eingesetzt werden, aber das sehen wir gleich. Ah! Es wird grauenvoll. Es wird immer grauenvoll. Ja. Das Corvinische Imperium, das einen Arbeiterstand ausbeutete, ist gefallen und gab den Menschen rund um die Welt, unabhängig von deren Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft, die Chance auf eine bessere Zukunft. Ich hatte mal geglaubt, dass die ganze Welt uns folgen würde, doch der Traum einer weltweiten Revolution und einer leuchtenderen Zukunft würde nicht Wirklichkeit werden. Wir waren allein. All die Jahre wurde die Union stetsweise von der allkommunen Arbeiterpartei geführt. Die letzten 20 Jahre wurde die Partei vom Genossen Joseph Steele geleitet, dem Generaldirektor der ACAP und Vorsitzenden des Obersten Rats der Union von Kommunen. Er war für alle überraschend, als er zum Jahrestag seiner Wahl während des 20. Parteitags die Ernennung des jungen und energetischen Reformators Genosse Guider zum Vorsitzenden der allkommunen Exekutivkomitees bekannt gab. Hilfe. Ich scheitere jetzt schon. Zu viel kommunistische Begriffe. Ich werde das Gesicht von Genosse Steele nie vergessen, der mich von einem Foto in einer Zeitung aus ansah. Es war, als würde er mir direkt in die Seele schauen. Damals schon spürten wir, dass es bald zu Veränderungen kommen würde, doch konnte ich nicht erraten, wie schnell wir in das Geschehen gezogen werden würden. Hilfe. Ich heiße Francis River. In diesem Jahr wurde ich 26 Jahre alt. Ich habe das Covington-Institut für Management und Nationalwirtschaft mit Auszeichnung absolviert, wonach ich der ACAP beitrat und in den letzten 3 Jahren ein aktives Mitglied in Altstadt war. Wow, toller Name, Altstadt. Am Abend des 11. September klingelte unerwartet das Telefon. Es war ein Anruf aus dem Zentralkomitee der ACAP. Man hat mir mitgeteilt, dass ich im Zuge der Politik des neuen Kurses als würdiges Mitglied der ACAP und herausragender Absolvent des CIMN, Hilfe, in das Programm der Personalrotation aufgenommen wurde. So fand ich mich in Eisen 1 wieder. Eisen 1 wurde im Jahr 1888 unter dem Corvinischen Imperium unweit eines Wolfram-Vorkommens gegründet. Damals hieß die Stadt Blackmont. Wolfram? Eisen? Was? Was denn du? Es war eine kleine Bergwerkssiedlung. Es ist bekannt, dass unsere glorreiche Orange Revolution sie in eine moderne Industriestadt mit einer Bevölkerung von etwas weniger als 50.000 Menschen verwandelte. Weißt du, viele? Hilf. Fast die Hälfte von ihnen waren Kenter. Der Rest bestand aus Corviniern. Hilfe. Eine tiefe Geschichte, ja. Ich wurde zum Vorsteher des Stadtkomitees ernannt. Ich war jetzt der Chef in diesem kleinen Ort. Heute stand der Einzug in mein neues Büro bevor. Sollen wir was machen, ne? Montag, 12. September. Ja, das meinte ich. Oh Gott, oh Gottchen. Guten Tag. Helen. Guten Morgen, Genosse River. Ich heiße Helen Rosie. Ich bin Ihre Sekretärin. Guten Morgen, Genossin Rosie. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Genosse River, verzeihen Sie meine Neugier. Genosse Lebowski verließ seinen Posten so unerwartet. Ich hatte kaum Zeit zu begreifen, was geschah. Ich verstehe jetzt nicht die Stimme. Tut mir leid. Wie ist es zustande gekommen, dass solch ein junger Leiter an der Spitze des Stadtkomitees steht? Ich hoffe, dass ich nicht zu grob klinge. Alles in Ordnung, Genossin Rosie. Ist nichts in Ordnung. Ich möchte Sie feuern. Nein, Spaß. Meine Ernennung hier ist Teil des neuen Kurses, der von der Partei eingeschlagen wurde. Generalsekretär Steele hat es wie folgt formuliert. Junger Anführer für das fortschrittliche System. Genosse Lebowski wurde als Zeichen für seinen ehrlichen, langjährigen Dienst in den Ehrenruhestand gestellt. Schickt. Das erklärt vieles. Sie können sich bei jeglichen Fragen an mich wenden. Ach ja, habe ich fast vergessen. Genosse Lebowski. Der Name Lebowski. Hört sich schön an. Ist so plötzlich zurückgetreten, dass er es nicht geschafft hat, einige Fragen komplett zu klären. Sie können sich die Dokumente dieser Sachen ansehen. Ich habe sie auf Ihrem Schreibtisch hinterlassen. Vielen Dank, Genosse Rosie. Ich denke, dass wir ein gutes Team sein werden. Da bin ich mir sicher. 2 Telefone. Beantworten Sie die offiziellen Beschwerden der Bürger und Dienste dieser Stadt. Da. Die Entscheidungen beeinflussen die Beziehung mit der Partei und den Bewohnern der Stadt. Okay, also darf ich mich jetzt entscheiden. Sehr geehrte, an den Leiter der Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Lebowski. Ich freue mich schon, dass ich wieder so viel lesen darf wie Beholder 2. Nur ist es noch mehr. Naja. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch nicht, ehrlich gesagt. Ich nicht weiterspiele, Spaß. Ich bin wirklich gespannt aufs Feedback.
Sehr geehrter Genosse Leibowski, ich schreibe an Sie, da ich nicht weiß, wem man noch deswegen schreiben kann. Ich arbeite beim Transportdienst als Fahrer. Kürzlich wurde mir ein neuer Wohnraum zugeteilt, weil ich geheiratet habe. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich beim Kennenlernen der Nachbarn feststellte, dass bei allen übrigen Bewohnern meiner Etage gute Lampen hängen. Die Nachbarn schon wieder hier, die Büste des Führers mit Sauerkraut auffegen. So, dieses Niveau. Die Nachbarn sagten, dass alles schon von den Bauarbeitern angebracht wurde und bei uns sind immer noch nackte Glühbirnen. Die gleiche Geschichte mit den Wandschränken. Alle haben welche, wir nicht. Das ist besonders unerfreulich, wenn man bedenkt, wie schwer in unserer Zeit Möbel von guter Qualität zu beschaffen sind. Natürlich habe ich versucht, etwas zu unternehmen. Über die munizipalen Dienste möchte ich gar nicht sprechen und bei der Miliz erklärten sie, dass im Moment so keine Lampen vorhanden waren, auch kein Diebstahl stattgefunden hat. Nun hoffe ich nur auf ihre Hilfe. Das ist offensichtlich, man muss den Menschen helfen. Was ist das minus 1000? Also das ist Budget. Das ist offensichtlich, man muss den Menschen helfen. Oder wo sind die Beweise? Ohne Beweise keine Schuld. Also die 1000, die können wir opfern, ganz ehrlich. Der hat das verdient. Der AIS hat eine Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnisse noch nicht bekannt sind. Dafür sind die Einwohner ihnen für den Versuch dankbar, wenigstens einen von ihnen zu helfen. Schön. Macht sich so schön. Aber, ach ja, die Bergleute bezirkt, da muss mich mehr mögen. Okay. Aha. Einer schlechten Einstellung der Einwohner des Bezirks und Stadtkomitee beginnen öffentliche Unruhen, starke Unzufriedenheit endet in einem Aufstand. Und hier, ja, wenn es niedrig ist, dann werden wir gefeuert. Und das Budget, das sollten wir natürlich nicht überschreiten. Also gut. Aber mal zweiten, ne? Können wir ja schließen? Nee. Ich bin noch nicht fertig. Eine Leiter. Och Gott. Ja, morgen. River ist immer erreichbar. Ein Anruf von Oberst Chester, dem Polizeichef, verbinden? Ja, sein Lieb, bitte nicht. Verzeihung. Hallo, Genosse River, ich bin Oberst John Chester, Leiter der Abteilung für innere Sicherheit. Die Abtreibung für innere Sicherheit. Ich möchte Ihnen zur Ernennung gratulieren. Vielen Dank, Genosse Chester. Schön, Sie kennenzulernen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Oh, Sie würden nicht glauben, wie froh ich bin. Leider wird die Freude, ehrlich gesagt, von einigen Arbeitsfragen getrübt, über die wir uns unterhalten sollten. Wäre es in Ordnung, wenn ich vielleicht übermorgen nach dem Mittagessen bei Ihnen vorbeischaue? Nein, ich empfange Sie sehr gerne. Was für ein großartiger Beginn der Zusammenarbeit. Bis bald, Genosse River. Aber jetzt wieder... Oh. Teiltelefon. Leider des Stadtkomitees von Eisneins. Francis River am Apparat. Ich glaube, da ist auch kleiner Rechtschreibfehler. Ausgezeichnet, Frank. Hier ist Rayon. Rayon, ich habe dich erwartet, dich zu hören. Dann noch bei einem Parteitelefon. Jetzt erkläre ich alles. Ich bin jetzt Major, Leiter der politischen Abteilung dieser Stadt. Ich rufe über diese Leitung an, da sie sicher ist. Ich freue mich, dass ich mit einem alten Freund arbeiten kann. Wozu brauchen wir eine sichere Linie? Veränderungen bringen immer Probleme mit sich. Oh Gott, hört sich wie so ein schlimmer Wahlspruch an. Die Union verändert sich schnell, manche sagen sogar zu schnell. Die Situation ist sehr schwierig. Ich bin mir aber sicher, dass wir beide erfolgreich daran arbeiten werden. Ich mache nach den Regeln natürlich, aber es geht schließlich um eine gute Sache. Kurz gesagt, ich würde morgen bei dir vorbeischauen. Sprechen wir über die Einzelheiten ohne ungewollte Ohren und Augen. In Ordnung, komm ein wenig früher, ich benachrichtige meinen Sekretärin, damit man dich ohne Wartezeit vorlässt. Du hast richtig verstanden, Frank. Bis morgen, mein Freund. Es war gut von dir zu hören. Darf ich jetzt weiterarbeiten, bitte? Oh. Nee, nicht schon wieder die Helene. So, River, es tut mir leid wegen der Abtreibung. Heute ist aber auch der Wurm drin. Wegen der Ablenkung. Heute treiben alle ab. So. Ich kann direkt auf den Zettel schreiben, dieser wunderbare Folgentitel. Vergiss die ja immer. Momentchen. Die Sekretärin des Stadtkomitees, Genossin Sarah Chester, hat ein Dossier mit herausragenden Personen aus Eisen 1 zusammengestellt. Das könnte für sie nützlich sein. Ja, legen Sie es auf den Tisch. Ich will da nicht reingucken. Ich will arbeiten. Kommen Sie schon, Genosse River. Meine Aufgabe ist, Ihnen zu helfen. Ja, aber ich sage es ohnehin beinahe vorbei und bis morgen brauche ich wohl keine Hilfe mehr. Mein Gewissen lässt mich Sie nicht weiter zurückhalten. Sie können gehen. Jetzt müssen Sie da immer noch so stehen. Da kann man so mal in diesem Fall bis morgen. Sollte man die Sexualität überdenken, wenn die Frau da so steht. Mal ganz schnell wegrennen. Ach, du heiliges Bleche. Nein, ich lese das nicht durch. Aber es ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir da hier Briefe haben, was wir da machen. Karl Backhott. Aber ich mache jetzt einfach. So. Und Dagmar Holst. Haben wir was zu Dagmar Holst? Haben wir die Dagmar? Ich will fragen, ob wir eine Dagmar haben. Nee.
hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. So. In der letzten Zeit wurde es in unserer kleinen... Nee, sorry. Also, das ist immer dasselbe, glaube ich. Nee, aber ähnlich. Lese ich jetzt nicht mal vor. In der letzten Zeit wurde es in unserer kleinen Wohnung unter der Anschrift Harry Brave Straße... Harry Brave Straße 6. Etwas unkomfortabler. Nicht nur mein Mann und ich, sondern auch die übrigen Bewohner des Hofs haben bemerkt, dass die Straßen nun ständig verschmutzt sind und überall verrottender Müll herumliegt. Wir haben so etwas in den anderen Bezirken nicht bemerkt. Wo seid ihr? Ach, könnt ihr mir mal vielleicht sagen, in welchem Bezirk ihr lebt, Jungs? Mein Gott. Und ich in die Harry Brave Straße. Oh. Sieht man natürlich nicht. Ist klar. Warum sollte man auch? Muss ich auch wissen, wenn der Bergleutebezirk ist, darf ich mich ja nicht mit denen verscherzen. Naja. Bezirk nicht bemerkt, deswegen scheint uns das ausreichend bei uns die Straßen schlechter gereinigt werden. Ich wusste nicht, an welchen municipalen Dienst ich mich wenden sollte, deswegen habe ich meine Beschwerde direkt an sie geschickt. Ist klar. Hm? Ich hoffe, sie helfen, unseren Bezirk wieder sauberer zu machen. Nee, der hat schon recht, die Frau. Muss man sich mit auseinandersetzen. Ja, ja. Ist 1000, also bitte, wir haben Geld. Und des Versehens eines studentischen Praktikanten gibt es jetzt im Stadtteil des Genossen Holst weniger Straßenfeger. Jemand in der Municipalität hat einen Verweis erhalten. Hm. Schreibe ihn nicht das erste Mal. Der Kern meiner Beschwerde besteht darin, dass eine Etage über meinem Wohnraum an der Anschrift Straße des Orange Banners Haus 14 BHG Wohnhausgemeinschaft? Hm? Sollten vielleicht, wenn die Abkürzung hat, erklären, was das bedeutet. WHG. Wachshütchengemeinschaft 42. Ständig unerklärliche Geräusche zu vernehmen sind. Ich bin Veteran des Bürgerkriegs und Held eines der sozialistischen Arbeit. Habe 50 Jahre im Werk gearbeitet und habe eine Verdienstmedaille. Kann ich diesen Fall bitte nicht einen ruhigen Lebensabend beanspruchen? Also bitte, er soll sich mal nicht so anstrengen. Bitte kümmern Sie sich schnellstmöglich. Also. Überprüfen. Ja. Ja, wir sollten hier. Dienstleister an der fraglichen Adresse eingetroffen, hat aber keine Vandalengeräusche mehr gefunden. Die Milizionäre haben dem alten Herrn geraten, der Stadt überhaupt nicht mit Kleinigkeiten zu belästigen. Ach, danke schön. Wollte mal was gut machen, ich wollte jetzt eigentlich ablehnen, aber ich gedacht, ja, vielleicht ist ja eine Widerstandsmiliz oder sowas. Tag ist beendet. Ja, ich bin auch am Ende. Ja. Ständchen? Aber Ständchen? Komm ich noch in andere Städte oder wie? Hilfe. Guck mal, ich möchte in die Hauptstadt später. Ja, Ergebnisse des 12. September. Hat sich nichts verändert, außer dass wir Geld verloren haben. Wunderbar. So, haben wir am nächsten Tag. Ach nö, wer ist denn das? Die Helene schon wieder. Guten Morgen, Genosse Riva. Ich habe Ihnen die neue Ausgabe des Eisernen Boten mitgebracht. Das ist unsere Stadtzeitschrift. Na, danke schön. Man kann wenigstens speichern am Tag. Ich möchte sie doch am zweiten Tag spielen, bitte. Das müsste ich komplett. Ach, schön. So, das Stadtkomitee arbeitet zum Wohle des werktätigen Volkes. Am 12. September 1988 wurde das Stadtkomitee von Eisen 1 vom Genossen Francis River geleitet. Am selben Tag machte sich das neue Stadtoberhaupt im Schweiße seines Angesichts an seine Aufgaben. Der Redaktion des Eisernen Boten wurde bekannt, dass der Genosse River an seinem ersten Arbeitstag aktiv begann, die Geschichte unserer Stadt zu studieren, den Entwurf für einen neuen Reiseführer für Touristen genehmigte, in Eisen 1 ihren Urlaub in dem einzigartigen Ferienort Orange verbringen, sowie sich intensiv mit der Lösung von Problemen der Einwohner der Stadt befasste. Genosse Karl Schello. Neues Oberhaupt des Stadtkomitees. Am 11. September 1988 verkündete der Genosse Josef Stiel, Vorsitzender des Obersten Rats der Gemeinschaft der Kommunen, auf dem 10. Parteitag, 20. Parteitag, der Vereinigten Arbeiterpartei der Kommunen den Beginn der Politik des neuen Kurses, die dazu bestimmt ist, unsere Gemeinschaft zur Blüte zu führen. Im Rahmen der von VAPK... Ah, es regt mir auf, diese Abkürzung. Vereinigte Arbeiterpartei der Kommunen, natürlich. Durchzuführenden Maßnahmen finden bedeutende personelle Veränderungen statt, die auch unsere schöne Stadt betreffen. Das frühere Stadtoberhaupt von Eisen 1, Genosse Leibowski, hat einen Entlassungsantrag gestellt und ist in den verdienten Ruhestand gegangen. Er erklärte seinen Schritt mit dem Wunsch, der Jugend den Weg frei zu machen. Den Platz des Genossen Leibowski nimmt der junge und energische Genosse Francis River, Mitglied der VAPK und Aktivist des Orange Jugendverbands, ein. Er absolvierte die Fakultät für Volkswirtschaft und Gemeindeverwaltung
War das nicht eben noch Nationalwirtschaft? Egal. Der Universität der Gesamtkommune mit Orange-Diplom und hat Erfahrung in der Arbeit in Parteistrukturen der Stadt Altstadt. Die Parteileitung erkannte die Verdienste des Genossen River und übertrug ihm die Leitung des Stadtkomitees von Eisen 1. Auf diesem Posten setzt der Genosse River seinen selbstlosen Dienst für die Gemeinschaft, das werktätige Volk und unsere schöne Stadt fort. Neuer Oberhaupt des Stadtkomitees traf am 12. September in Eisen 1 ein. Die Krankenversicherung, ein Geschenk für die Werktätigen. Die letzte und wichtigste Errungenschaft des in den Ruhestand gegangenen Stadtoberhaupts. Genosse Leibowski ist die Einführung eines neuen Krankenversicherungspakets für die Werktätigen des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks. Die Vorzüge dieser Neuerung spricht der Direktor des Betriebsgenosse Jack Chester in einem Interview, das Sie auf Seite 14 lesen können. Bitte nicht. Eiserner Bote Nummer 37, Preis 5 D-Mark. Oder was auch immer. Hey, ich kann jetzt nicht. Welches klingelt denn? Ja, gut. Genosse River, es kam ein Mensch, der Sie außerhalb der Reihe empfangen müssen. Ja, ja. Machen wir mal schnell, du. Auch der Hilfe, die haben sie aber mit Sexualisierung. Welle pusten hier. Guten Morgen, Vorsteher des Stadtkomitees. Hallo, Rai. Setz dich. Eine Zigarette. Ich nenne jetzt bewusst Rai. Nicht Rai. Rai. Vielen Dank, das kann ich natürlich nicht ablehnen. Er ist so lange her. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Sind du und Nathalie immer noch nicht verheiratet? Wir haben uns vor einem Jahr getrennt. Der Ring ist immer noch in der Schatulle. Zum Glück hat dir das Schicksal einen Trostpreis zugeworfen, der genau hinter dieser Tür auf dich wartet. Also Rai, Genosse Rosi ist eine gewissenhafte Mitarbeiterin, wir sind einfach nur Kollegen. Oh, vielleicht brauche ich in der politischen Abteilung solch eine Angestellte mehr als du. Ja, wenn ich für solch eine vorrevolutionäre Sichtweise gegenüber Frauen. Ich melde dich bei der politischen Abteilung, dann wirst du sehen. Bei der politischen Abtreibung, sorry. Ich werde genau dir schreiben. Das würde ich mit Freuden lesen. Genug Witze gemacht, Rai, du solltest also über die Arbeit sprechen. Ja, die Situation in der Stadt ist kompliziert. Die Miliz berichtet stets von Krawallen unter den Arbeitern. Die Protestlaune in der Stadt nimmt zu. Wahrscheinlich, als ginge es hier nicht nur um zivilen Aktivismus. Hier gibt es einen doppelten oder sogar dreifachen Boden. Das Problem gehört allein dir. Das liegt außerhalb meiner Befugnisse. Das ist doch klar. Doch, du hast über das Telefon von einer Zusammenarbeit gesprochen? Das stimmt. Ich kann dir bei der Beschaffung von Informationen aus meinen Kanälen helfen. Du musst nur anrufen. Das Städtchen ist nicht allzu groß. Ich habe keine Vorgesetzten hier. Also sollten keine Informationen über unsere Zusammenarbeit nach außen geraten. Unsere Kooperation hilft, um dem Volk und der Partei zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. Natürlich. Klingt vernünftig. Ja. Ja, machen wir das so. Hast du Angst, dass uns jemand zuhört, Frank? Wer wird in einer solchen Chat schon Telefongespräche abhören? Sie? Wir sehen uns. Ah, gut, dann kann ich ja jetzt speichern. Kann ich euch mal einen schönen Speicherstreet schreiben? Ach, ich mag Speicherstreets, die so aussehen. Naja. Meine Stimme versagt, also sollte ich mich wirklich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und tschüss.